Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Make Coins. Wie immer zeige ich euch am Anfang die Verkäufe. Leider habe ich vorhin aus Versehen ein paar weggeklickt. Deswegen sind da nicht mehr so viele da. Aber Birki kann man auch gut verkaufen. Dann habe ich noch ein paar Deals gemacht. Nur Silberspieler. Möchte ich mal testen, wie das mit denen läuft, die Silberspieler überteuert zu verkaufen. Zeige euch dann auch gleich, wie ich die finde. Den stelle ich dann gerade immer 30 bis 50% mehr rein. Bei diesen Silberspielern, da braucht man auch nicht viel Kapital. Das kann jeder dann machen. Und damit macht man echt guten Profit. Die werden alle weggehen. Bin ich mir sicher. Ich glaube, da wurde schon was verkauft. Mit 90 Tempo natürlich für 450 ein Schnäppchen. So, jetzt schaue ich. Ah, Lengerick direkt weg. Für 500 Münzen geholt. Für 900 verkauft. Schauen wir mal gerade nach, wie viel der Wert war, ob ich den zu billig angegeben habe. Nächste 1900, boah, war für den Verkaufspreis angeboten, direkt weg, das ist natürlich top. So, jetzt kriege ich die noch mal weg. Noch ein paar Objekte bekommen. Stelle ich für 58 Euro. Könnte es eigentlich mit allen beliebten Spielern machen. Auch Goldspieler einfach einkaufen, beliebte. Und mal fürs Doppelte reinstellen. Wird zwar vielleicht ein bisschen dauern, aber irgendwann gehen ein paar weg. Dann habt ihr da mal direkt ein paar Münzen. Hier der Filter. Ihr könnt auch auf Bieten gehen, aber ich gehe jetzt mal sofort kaufen. Das Silber würde ich noch einstellen. Dann geht's los. Wir suchen nur nach selten. Und ich empfehle euch erst ab der 40. Minute ungefähr zu kaufen, weil nee, was wert sind, werden die sonst weg. Ja? Gibt es jetzt nichts, was wert wäre. Gehen wir mal in die Serie A. Zu lange. Nee. Wäre die? Was wert sein? Nee, ist nichts wert. Oh, der Torwart, der sieht doch mal richtig gut aus. Nehmen wir noch mal mit. Ein guter Deal. Der vielleicht auch.
Macht auch einen guten Eindruck. Nix wert. Boah, auch solide Werte. Könnte es wert sein. Ja, den nehmen wir mit. Haben wir noch die zwei Serie A-Spieler bekommen. Auch noch rein. Dann würde ich noch sagen, gucken wir noch die BBVA durch und dann war es das. Rechtsverteidiger. Nichts wert. Noch eine Liga, aber der fragt nach. Vielleicht die Liga auch noch durchgucken kurz und dann stecken wir, dass es da was gibt. Der Kamerad sieht 300 Münzen. Nimm mal mit. Für 300 Münzen kann man da nichts falsch machen mit dem Tempo. Boah, den auch. Kann man einfach mitnehmen für mit so einem hohen Tempo. Dreihundert Silber in Grenzen. Kann man echt nicht sagen. Der sieht richtig nice aus. Kostet nur 350. Was werden da jetzt nicht so viel auf dem Markt, will ich die jetzt alle mitnehmen. Die Kandidatenliste probiere ich mal gleich. Einer ist schon wieder weg, der Hossinger. 450 gekauft, 800 verkauft. Sehr guter Deal. Vieles überboten. So, Nagel, die heißt der gute Mann. Schauen wir mal durch. Nagel, die. So, schauen wir mal, wie viel es da gibt. Selbst ordentlich. Man jetzt theoretisch alle mitnehmen, aber ist mir ein bisschen zu riskant. Wie viel gibt es denn da noch für andere Preise? War nicht viel, aber lohnt sich glaube ich nicht. Ich würde sagen, bin raus, bis die Tage. Ciao.